Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr die Motorkontrollleuchte ohne Diagnosegerät selber zurücksetzen könnt. So, bevor ich euch jetzt zeige, wie man die Motorkontrollleuchte ausschaltet bzw. zurücksetzt, sodass sie nicht mehr leuchtet, möchte ich eins vorweg sagen. Das hat immer eine Ursache und man muss natürlich die Ursache beheben. Bei meinem Fahrzeug ist es so, das tritt einfach sporadisch ohne Grund auf. Ich war schon tausendmal in der Werkstatt und die geht immer wieder an und ich muss die einfach nur mit dem Diagnosegerät dort zurücksetzen lassen. Es wird sonst nichts getan und das kostet Geld und deshalb mache ich das selber und zeige euch jetzt, wie es geht. Also einfach so zurücksetzen kann gefährlich sein. So, legen wir los. So, im ersten Schritt klemmen wir dazu die Batterie ab. Beginnt mit dem Minuspol. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, ist die Batterie vom Auto getrennt und somit auch die Stromversorgung. Wichtig jetzt noch, dass wir 30 Sekunden hier mal die Hupe gedrückt halten, um auch die letzte Energie aus dem Auto herauszusaugen sozusagen. So, anschließend warten wir jetzt mal 20 Minuten und lassen das Auto im stromlosen Zustand. So, dann klemmt ihr die Autobatterie wieder entsprechend an. Hier aber diesmal beim Anklemmen zuerst den Pluspol und dann den Minuspol anklemmen. So, dann wollen wir das Auto mal starten. Ihr seht jetzt, die Uhr und alles ist bei 0 runter. Jawohl, hat funktioniert. Also, ich hoffe, das Video war informativ, hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.